Hier. So. Ja, was gibt's da noch durchzuhalten? So, haben wir hier noch irgendwas? Irgendwas zum Einsammeln? Nee. Das Versteck ist da vorn. Verbinde dich drin mit der Zentralkonsole. Zieh so viel Daten, wie du kannst. Okay, kann ich machen. Schon okay. Ganz ruhig. Nur einen Moment. Atme tief ein und sag mir, was passiert ist. Ich war in Äthiopien. Die Chaos. All das passierte erneut. Was geschieht mit mir? Mist. Du weißt, dass deine Sinnerinnerungen auslösen können? Da tauchen Geräusche, Bilder, Worte aus Liedern auf. Du denkst an Dinge, an die du ewig nicht gedacht hast. Das DNI kann alles viel intensiver machen. Kleine Fehler in deiner Optik? Ein Flüstern in deinem Ohr? Was passiert? Der Doktor kann dir helfen. Wir müssen nur deine Medikamente neu kalibrieren. Keine Sorge. Alles wird gut. Und was jetzt? Im Moment verbindest du dich gerade mit dieser Konsole. Sobald du dich einklingst, kannst du die Daten extrahieren und bearbeiten. Okay. Sie haben wen eingeschlossen. Bei Coalescence. Er hatte die nötige Ausrüstung, die sie brauchten, um die Sicherheitssysteme des Zugs zu überbrücken. Die ZSK haben 6 Stunden gebraucht, um diese Information zu finden. Ergebnis? Zug explodiert. Dir reichten 6 Minuten. Es wären nur 5 gewesen, wenn da nicht der Anblick dieser Roboter gewesen wäre. Und was passiert jetzt? Jetzt finden wir den Mistkerl. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Gut, also bis jetzt verstehe ich auf jeden Fall schon mal sehr viel. Seinen Kumpels informiert, hat der Maulwurf sie erwartet. Er hatte schwer bewaffnete Einheiten dabei. Und wieder haben die ZSK eins aufs Maul bekommen. Ergebnis? Zug explodiert. Wir haben ihn verloren. Er ist weg. Erinnerst du dich an Sarah Hall? Sie hilft dir beim nächsten Teil. Tu genau, was sie sagt. Ich habe sie selbst ausgebildet. Sie ist eine Spionage-Expertin aus der Zeit, als das noch was bedeutete. Vor dem DNI musste man Bücher lesen. An der Akademie ließ Taylor mich viele davon lesen. Nun, manches Wissen muss man sich verdienen. Es schätzen. Das braucht Zeit. Und Zeit hat man eben nicht immer. Okay, Neuling. Von jetzt an weicht die Simulation von der Realität ab. Es wird sich trotzdem verdammt echt anfühlen. Sei einfach kreativ. Klar, ich bin einfach kreativ. Okay, bin sehr kreativ. Gucken wir uns erstmal ein bisschen in der Bude um. Schicke die Position an dein Hart. Okay. Der Fährte nach. Nichts gefunden. Feuer eröffnen. Okay, der Fährte nach. Oh nein. Jetzt muss ich mich hier gegen Roboters kaputt schießen. Nee, ich bin auch kein Feigling. Ich bin Pro-Gamer. Nee. Ich bin Profiling. Egal. Hier ist der Pro-Gamer. Ey, kann ich ihn nicht unboxen? Was sagt er das? Er hat Panik bekommen. Er sitzt nicht an einem Computer. Er kann sie nur kontrollieren, wenn er ebenfalls ein DNI hat. Du bist schlau für einen Neuling, das gebe ich zu. Ich bin noch nicht umsonst ausgezeichneter Gamer. Der Mistkerl bewegt sich noch. Ja, natürlich bewegt der Mistkerl sich noch. Sonst hätte es...
Ja, ist doch eh nur eine Simulation. Also von daher, bitte, Madame, entschuldigen Sie mich. Ich habe auch noch was anderes zu tun. Irgendwann muss ich auch mal essen. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum wir es uns so kompliziert machen, aber egal. Cool. Aber irgendwie dafür, dass die Frau so viel hier spricht, alles, finde ich es echt... Ey, was war das jetzt? Finde ich das echt schade, dass hier kein Untertitel drin ist. Ein Kinderspiel. Deine Cyberfähigkeiten sind nicht gratis. Ja, ein Kinderspiel. Behalte dein Hart im Auge. Okay, habe ich. Wenn ich mir jetzt noch sagen würde, wem ich ausschalten soll. Ich verliere hier keinen. Ich bin der Beste. Und deswegen kann ich auch keinen verlieren. Schnapp ihn dir, Neuling. Wow, das war knapp. Das ist deine Chance. Schalte ihn aus. Das lief nicht so gut, was? Ich schätze, unser Verdächtiger wird in etwa 15 Sekunden für immer das Zeitliche segnen. Das darf nicht geschehen, bevor wir die Informationen haben, die wir brauchen. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist zu sprechen. Das muss er nicht. Er hat ein DNI. Unter Schichten aus Sicherheitsprotokollen zeichnet das DNI die früheren Erfahrungen des Subjekts auf. Unter extremen Umständen kann man diese Informationen mit Gewalt extrahieren. Du kannst tief eindringen in seine Erinnerungen, seine Gedanken, sogar sein Unterbewusstsein. Du könntest alles über die Pläne der Terroristen erfahren. Da ist doch sicher irgendwo ein Haken. Du solltest wissen, dass diese Prozedur nicht nur traumatisch für das Subjekt ist. Der damit verbundene unterbewusste Eingriff wird den Hirntod zurücklassen. Tod. Glaub mir, das ist kein schöner Abgang. Er ist sowieso schon tot. Hast du selbst gesagt. Außerdem ist er ein Terrorist. Vor ein paar Minuten wusstest du nichts. Was weißt du jetzt? Ich weiß, wo sie sind. Sie benutzen die alten Zugtunnel für ihren Angriff. Hm. Was du durch dein DNI erfahren hast, hat die ZSK Wochen gekostet. Was sage ich wohl als nächstes? Ergebnis: Zug explodiert. Gut, dass du schwere Entscheidungen treffen kannst. Wir sollten fortfahren. Ja, gerne. Okay, also bis jetzt. Okay, und schon geht die Action weiter. Wir sind unter schwerem Beschuss! Wo bleibt die Verstärkung? Die ZSK haben die Terroristen zu dieser Position verfolgt. Hätten sie besser nicht getan. Immer noch da, was? Hab mit dir erst gewettet, dass du längst tot bist. Der Witzbold ist Peter Maretti. Er wird dir klar machen, was du jetzt für ein knallharter Scheißkerl bist. Zu dumm, dass uns das letzte Puzzleteil noch fehlt, wie sie den Sprengstoff in den Zug geschafft haben. Damit du es weißt, wenn das vorbei ist, schuldest du mir was. An die Arbeit. Wie du weißt, gehört es zu den Vorteilen der Black Ops, die neuesten experimentellen Waffen zu nutzen. Feuerwaffen sind sehr nützlich während des Kampfes. Aber mit dem DNI? Deine Gedanken sind die stärkste Waffe. Richten wir Schaden an. Okay. Kein Problem. Probier das mal. So macht man das. Okay.
Wow. Geile Waffe. Ja. Aber echt, die sind ganz schön heiß explodiert, würde ich sagen. So. Wow, wow. Ey, hört mal auf mich aufzuballern. Hört mal auf. Ey, das ist so gemein von diesen Robotern. Also bis jetzt, so viel ich in, von COD Black Ops 3 gesehen habe und jetzt auch mittlerweile verstanden habe, worum es überhaupt geht, ist, dass wir natürlich wieder in einer Zeit sind, die natürlich in unserem Jahrhundert, natürlich unserem Zeitraum, also wir haben ja 2015 hier natürlich einige Jahre, oh nein, ich bin weg, weiter voraus sind. Bis jetzt wissen wir vielmehr ja, dass man hier jetzt in Black Ops 3, dann werden eine Soldatin ausgewählt, sie hat alles verloren, also sprich ihr Arm, ihre Beine. Ich habe jetzt nur eine Sache nicht ganz verstanden. Hat die jetzt einen ganz neuen Roboterkörper bekommen, um weiter Soldaten zu sein? Nur mit halt mit dem, wie soll ich es nochmal sagen, mit dem, irgendwie, dass sie das Gehirn oder die Erinnerung in diesen Roboterkörper transferiert haben. Also das ist so eine Sache, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. Aber bis jetzt ist es nicht schlecht, wobei mir diese Roboter ein wenig auf die Nerven gehen. Genau, heute sterben wir nicht. Da hast du recht. Oh fuck. Oh. Setz dich frei und du wirst sehen, wozu sie fähig sind. Ja, gerne. Granate geworfen! Granate! Zurück! Nee, jetzt echt. Echt abgefahren. In der Tat, da ist wirklich ein scheiß Ende dann. Okay, ich dachte, die kratzen jetzt auch ab, aber da habe ich mich jetzt wohl vertan. Granate geworfen, nun! Das ist mir so, ist von egal, du Popnase! Wir haben Kontakt, wir haben keinen Kontakt. Denn ihr habt einen Wackelkontakt. Mach so weiter! Nix hier Feuer eröffnen. Feuer erwidern, wenn dann schon. Also wirklich. So. Ey, wenn der mich jetzt abkratzt wegen dem Penner, dann ist aber gleich hier was los. So, mal gucken. Okay, das funktioniert nicht. Das ist schade. Also auf die Roboter funktionieren diese Glühwürmchen nicht. Danke. Wie heißt der Typ nochmal? Maretti. Danke, Maretti. So. Mobile Waffen. Interessant. Jetzt bleiben wir für die Mission erstmal bei der Waffe und danach wechseln wir, glaube ich, auch mal. So, Munition. Gut, gut. Hacken. Ja. Wir gucken uns eben noch mal kurz um. Was ist denn das da hinten? So, ne, ich dachte, da wäre was. Okay, dann hacken wir uns mal rein. So, aber ich würde auch mal sagen, Leute, wir hacken uns im nächsten Part erst ins System, um zu wissen, was dann danach passiert. Also, schaltet auch ein danach, wenn ihr wissen wollt, was danach passiert und vor allem, was hinter dieser roten Tür ist. Also, vielmehr rot, braun, nee,
Rot, Silbern. Ach, weiß der Reihe. Ihr wisst, welche Tür ich meine. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute.